Wir beginnen mit den Pachacuchas. Als erstes kommt Elam Aidairos aus Ägypten. Ich sehe sie gerade. Ach, da ist sie. Wunderbar. Would you mind to take the floor upstairs? Elam Aidairos aus Ägypten ist Politologin und Juristin für internationale Menschenrechte, aktiv in der feministischen und sozialistischen Bewegung und Mitbegründerin der Partei Brot und Freiheit. This first picture is not... that was a conference in November 2013 about the new constitution that has to be written for Egypt for the second time after the ousting of the Muslim Brotherhood president, and the because you already had previous one after we had a Muslim Brotherhood parliament. That and that, the slogan that of this lecture that I took part in it was that a constitution for a democratic state that is not military, not religious. That was a political education for the students, for the young men and women of the party I was member in. It was done in a coastal city, and as you can see, the young people are discussing the, you know, some political education activity that we had. The guy in the picture is a friend of, is a colleague of ours. This is a protest that was made by the members of the party because of their colleague, our colleague, was arbitrarily arrested for 10 months. He was passing by clashes between Muslim Brotherhood protesters and security forces, and he was just taken for like 6 or 7 months until the court made him innocent. This, a very important protest that was made on the 26th of November, 2013, against the inclusion of military trials for civilians in the new constitution. These are the young people in our party collecting medications and stuff for Gaza in a medical convoy that was sent 2 months ago. This is another youth camp, a political education camp for the not only students but members of the party, workers and students. In this particular picture, you see students and workers at the same time. Maybe there is age difference, but they were taking the same curriculum, the course, and so on. It was made in Fayoum. This is the medical convoy with the drugs and the medical equipment that was sent to Gaza, and our party took part in it with other youth groups, not necessarily parties. And this is where it was crossing the Suez Canal to go to Palestine. Okay. Here, for example, there was an introduction to the ideological and political trends, the history of the leftist movement in Egypt, the history of the feminist movement in Egypt, also discussion of different aspects of our program and Egyptian politics. This part of this is a training on local municipality elections that was done at the party. And these are the young members of the party who want to participate in that. Later, the Ministry of Youth, which is the government ministry, were made a training that I will tell you about, that we had a conflict to participate in it. This is also for the arrangement of the medical convoy to Palestine, to Gaza, and these are my colleagues taking part. You may recognize the person in the picture. This is Khaled Ali, former presidential candidate in Egypt and the labor lawyer. He's our colleague. This is a meeting at a factory in near Cairo, in which the workers of that iron and steel factory had
we're preparing for and for collective bargaining thing, and they were sitting with our colleagues before meeting the administration. This is another class of the education camp, of the party's education camp. Do you remember the picture of the demonstration on the 26th of December 2013 to 26th of November against military trials? Not only that military trials for civilians were included in the constitution, but also more than 20 people were arrested from the demonstration. One of them is Hamad Anouvi, my comrade, and this is the guy of the picture. We put his picture in a cultural festival in one of the streets to remind people of him. Hamada, and as well as 23 other young men, are facing trial and facing horrible charges that may put them to 15 years in prison, and the court will see their case for the third time next Tuesday. This is a discussion that we held at the party premises with the woman in the middle that you can see, Maria Naum. She's a feminist TV writer, and she had a TV series that was about named The Prison of Women. It is about the real prison of women, criminal prisoners, and how they live. And so we invited her to the party, and we asked her we talked with her about that, which was a bit like considered unusual for a party to do, to host a TV scriptwriter or something. These young people, can you see the guy in green, Yassin? He's 19. He's not a member in the party, but he's a good friend. He is also in the same case with Hamada. He's facing the trial next Tuesday. He's 19, and and the first court gave him a 15 years in prison. But this was there is another round of trial, and at that time, him as well as he is in prison now, but at the time he was still free. Him and other young men and women were on hunger strike in solidarity with the hunger strikers, their colleagues, hunger strikers inside the prison. That was at the premises of the party. This is not the party, this is a feminist organization that I sometimes work with, and we had a political cadre school for women from different democratic parties, not only ours. Here we do. That was almost 2 years ago in the elections for local units in the former party that I was in. That was in a far away, in a small village, a small town in Upper Egypt. And this is another round. This is another elections in another local unit at the party. And these are the men and women in the party. Most of them resigned, and we are forming a different party now. I think that was in May, Labor Day 2013. That was an demonstration made by some trade unions, and some political activists took part. That's it. Thank you. Als nächstes möchte ich Eleni Khatmikhali auf die Bühne bitten. Sie kommt aus Griechenland, hat dort studiert, Deutsch und später als Lehrerin gearbeitet, bis vor 2 Jahren. Jetzt ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Abgeordneten der Syriza, aber nicht im Parlament, sondern außerparlamentarisch. Und arbeitet vor allem mit bei Solidarity for All und bei den solidarischen Kliniken in Griechenland. Bitte, Eleni. Ich denke, es ist nicht gut, wenn jemand sagt, dass ich Germanistik studiert habe, weil die Erwartungen werden größer und ich habe mein Deutsch vergessen. Okay, ich bin bei Solidarity for All. Wir sind eine sozial-solidarische Initiative, wie viele andere in Griechenland. Und wir versuchen, Informationen, Daten und Statistiken zu sammeln. Und durch unsere Webseite kann man Informationen bekommen, Leute, die eine Hilfe brauchen, mit welchen Strukturen oder mit welchen Kliniken oder Ernährungsinitiativen verbunden zu kommen, damit sie eine Hilfe bekommen.
aber wir versuchen auch nicht nur Leute mit Strukturen in Verbindung, in Kontakt zu bringen, aber auch die Strukturen, damit sie mehr koordinierte Aktionen weiterführen. Wir arbeiten in Gruppen und wir haben unsere Versammlung einmal in der Woche, wo wir alle Mitglieder der Solidarität für alle zusammen diskutieren verschiedene Vorschläge und wir entscheiden, wie wir was wir weitermachen und wie. Und wie gesagt, wir arbeiten in Gruppen in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Themenbereichen, wie auch die Initiative in Griechenland auch in verschiedenen Bereichen sind. Wir beschäftigen uns auch mit Zwangsräumungs und wir sind Teil eines großen Netzwerks, die heißt auch Stopp die Zwangsräumungs, die Zwangsräumungen. Wir sind Mitglieder der Koordinationskomitee der Solidarischen Klinik in Athen und Mitglieder einer größeren Netzwerke, alle Kliniken in Griechenland. Das ist auch ein Plakat aus einer Demonstration. Die bestimmte Plakat kommt aus der Demonstration in Thessaloniki, der Solidarische Klinik in Thessaloniki. Der gleichen Tag waren alle Solidarische Kliniken eine ähnliche Aktion in ihrer Ort gemacht haben. Wir sind auch Mitglieder einer Koordinationsgemeinde, wo alle oder die meisten Strukturen, die sich mit der Ernährung zu tun haben, sich beschäftigen. Und es gibt verschiedene Gruppen. Es gibt die Märkte ohne Zwissen Händler. Es gibt die Strukturen, die Sozialinitiative, die Essen sammeln und den Leuten verteidigen und bei den Strukturen nehmen teil auch die Leute, die eine Hilfe brauchen. Und es gibt auch die Suppenkuchen, die sind alle Plakaten aus verschiedenen Aktionen und auch aus verschiedenen Treffen, die wir gemacht haben, zusammen mit den Strukturen. Es gibt auch eine Gruppe bei uns, die auch mit dem Kooperativen sich beschäftigen und wir haben auch letztes Jahr eine Veranstaltung gemacht, auch zusammen und für die Kooperative. Und wir sind auch mit, ich denke, die haben schon wir mehr gehört, die erste selbstorganisierte Fabrik in Thessaloniki, in der Nähe von Thessaloniki. Wir sind auch Mitglieder dieser großen Netzwerke für die Unterstützung der Leute da und der Verkauf ihrer Produkte. Und es gibt auch Gruppen Solidarische Initiative, die sich Nachhilfestunde für Kinder und Jugendliche geben und wir sind auch dabei. Und wir versuchen auch ein paar von Kampagnen innerhalb Griechenland zu führen. Eine unserer Kampagnen ist Anfang jedes Jahr die Kampagne Bildung für alle. Und dieses Jahr haben wir zusammen mit dem solidarischen Kurse nach Hilfestunde Initiative eine große Kampagne gemacht für alle Kinder, die keine Schulsachen haben, die Eltern kein Geld haben, Schulsachen zu kaufen. Und wir haben in ganz Griechenland Schulsachen gesammelt und den Familien gegeben. Und das ist auch aus einer Aktion von einer Zwangsräumung.
Und wir versuchen dabei mit solidarisch zu sein mit Gewerkschaften und mit Leuten, die früher bei der eine Arbeit hatten, nicht mehr. Und ein großer Moment in Griechenland war der Kampf Kämpfe der Putzfrauen, der von der Gesundheit, Ministerium für Wirtschaft. Die haben ihre Arbeit verloren und es gab eine große Unterstützung und Solidarität gegenüber diesen Frauen, damit sie weiter kämpfen, zurück in die Arbeit zu kommen. Und das waren wir dabei und war die Mehrheit der griechischen Bevölkerung auch. Danke. Studierte Diplompsychologin, einige Jahre als Redakteurin tätig für das Argument und die Zeitschrift Luxemburg. Heute Leiterin des Bereichs Strategie und Grundsatzfragen in der Bundesgeschäftsstelle der Linken. Dankeschön. Der Linken, falls das nicht mit rübergekommen ist. Also, ich habe, glaube ich, die Sache mit den Pechakuchas nur halb verstanden. Deshalb seht ihr meine Bilder sozusagen als relativ unsortierte Schlaglichter auf verschiedene Praxen oder Aktionen, die von der Partei Die Linke gemacht worden ist oder wo sie beteiligt war. Die Linke ist ja eine relativ junge Partei, sie ist gegründet worden 2007, Rahmenbedingungen sozusagen, sie haben zurzeit knapp 65.000 Mitglieder in 350 Kreisverbänden, nicht alle sind gut ausgestattet oder personalstark. Die Partei ist sehr stark, wie ihr sicherlich, die ihr aus Deutschland kommt, zumindest wisst, sehr stark entstanden aus den Protesten gegen die Agenda 2010, Anfang der 2000er Jahre. Vielleicht, wenn man noch mal ganz kurz zurückdenkt, dann war das eine Situation, in der fast in allen europäischen Ländern die Sozialdemokratie an der Regierung war und gleichzeitig eine Bewegung hin zum Neoliberalismus gemacht hat und in ganz vielen Ländern die Situation entstanden ist, wo eigentlich für die Interessen der Beschäftigten, Erwerbslosen, aller, die sozusagen im breiten Sinne von diesen neoliberalen Reformen betroffen waren, eine Lücke in der Repräsentation entstanden ist, die, es gibt gar keine Bilder, oder? Also, die in vielen europäischen Ländern dazu geführt haben, dass sich rechte Parteien und rechte Politikprojekte stärken konnten, weil sie aufgetreten sind als neue Vertreter der guten alten Arbeiterbewegung oder der ehrlichen, hart arbeitenden Leute und sozusagen es zum Teil gelungen ist, eine Kritik an der Globalisierung zu verbinden mit einer Kritik an den Ausländerinnen und Ausländern vor Ort sozusagen. Das war, glaube ich, eine besondere Ermöglichungssituation für die Rechte in Europa. In Deutschland hat das nicht funktioniert. Zu der Zeit ist in Europa die Linke entstanden. Glaube ich, aus verschiedenen Gründen, also einer ist sicherlich auch, dass es in Deutschland immer sozusagen die CDU und die anderen konservativen Parteien versucht haben, rechts von sich keinen Raum zu lassen. Aber ich glaube, dass schon für die Linke sehr wichtig ist, dass sie in dem Moment die Kritik und die Unzufriedenheit und die Lücke in dieser Repräsentation sozusagen aufgenommen hat. Sie hat sehr stark am Anfang sich abgearbeitet sozusagen an der Agenda, hat sich den Widerstand gegen die Hartz-Reform zusammengebracht oder war darin sehr stark aktiv. Und hat sozusagen als grobe Bezüge sozusagen Frieden und soziale Gerechtigkeit, ihr habt das in den Fotos zum Teil auch gesehen, das waren damals noch stark gerichtet gegen den Abzug aus Afghanistan und es ist entstanden oder gestärkt worden sozusagen in diesen beginnenden Jahren auch der Kampf für einen Mindestlohn, der praktisch ja seit der faktische Mindestlohn der Sozialhilfe abgeschafft worden war, sagen jetzt einen neuen Schwung gebraucht hat. Die Linke war von Anfang an ein plurales linkes Projekt und hat auch solche Schmerzen zum Teil. Das heißt, es sind darin ja nicht nur die WASG, sozusagen die aus dem Westen, ehemalige Sozialdemokraten, andere radikale Linke, die in der WASG sich zusammengefunden haben und die PDS vereinigt worden als sozusagen stark im Osten verankerte Partei, sondern auch sehr viele andere Leute zur Partei dazugekommen aus Attac, aus migrantischen Bewegungen. Und diese Leute haben sozusagen zusammen ein neues Projekt gebildet und in diesem Sinne sozusagen würde ich sagen, ist die Linke auch noch eine junge Partei, weil noch nicht alle Probleme, die man, wenn man so miteinander zusammenarbeitet, dabei schon gelöst worden sind. Das Verständnis ist stark darauf gerichtet oder
ich sage mal, ich arbeite in der Partei seit 2012. Es gab ja da einen Wechsel in der Parteiführung. Die Partei war schon immer von ihrem Selbstverständnis nach eine aktive Mitgliederpartei, die eben nicht nur in Parlamenten aktiv ist, sondern sehr stark sich dadurch geprägt ist, was die Mitglieder vor Ort machen und wo da in die Kräfteverhältnisse und die Kämpfe vor Ort eingegriffen wird. Und für uns ist wichtig, sozusagen jetzt in dieser Situation an dieser Tradition aktiv anzuknüpfen und sozusagen neu zu definieren, was eigentlich die Aufgabe einer linken Partei ist oder das zumindest neu zu beleben, diese Praxis als ein politisches Projekt, das verankert ist in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, das die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft verschieben will. Und das geht natürlich nicht aus dem Parlament heraus, aber ich glaube, wenn wir zu einigen anderen Projekten in Europa schauen, dann kann man sagen, dort, wo die Proteste keinen Ausdruck im Parlament gefunden haben, gibt es eben auch ein Hegemonieproblem oder ein Problem der Verschiebung der Kräfteverhältnisse, dass im Neoliberalismus die Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, der herrschenden Klassen doch oder der Politik sehr stark gewachsen sind, Proteste und Dissens auszusitzen und es nicht so ist, dass sozusagen wie in früheren Zeiten vielleicht etwas schneller passiert ist, Kompromissangebote an Bewegungen gemacht worden sind, die dann eben auch die allgemeinen Verhältnisse verschoben haben. Ich glaube, wenn wir jetzt auf die internationale Politik schauen, ist für uns ganz wichtig, dass in Deutschland die Politik natürlich aus dem Herzen der Bestie gemacht wird. Sozusagen, also was wir jetzt über die Krisenauswirkungen in Spanien, in Portugal, in allen, fast allen anderen europäischen Ländern sehen, hat ja sehr stark damit zu tun, dass unsere Regierung die Austeritätspolitik in Europa vorantreibt und erzwingt und unsere Politik natürlich stark darauf ausgerichtet ist, dass das ist der Parteivorsitzende mit dem Syriza-Vorsitzenden, als Merkel gerade in Griechenland war, war er sozusagen auch da, um auf der Seite des Protestes aufzutreten. Deshalb sieht es so männergeprägt aus. Also dass das sozusagen eine Aufgabe ist, wie man eigentlich, wie wir hier sozusagen mit Perspektive auf die europäischen Auswirkungen linke Politik entwickeln können, als Kritik an der Exportindustrie, als Kritik an der europäischen Austeritätspolitik und natürlich auch als Politikform, mit denen wir den europäischen Raum oder von unten sozusagen füllen oder europäische Politik als linke Politik von unten neu erfinden müssen. Gut, jetzt also die Wanderung aufs Podium. Noch mal ganz kurz ein paar Worte zur Einleitung der Diskussionsrunde. Und vor allem vielen Dank noch mal an alle für die illustrativen Präsentationen Ihrer Arbeit und Ihrer Organisation. Es gab ja oft einen Bezug auf die Krisenproteste, auch schon in den Pecha-Kuchas. Und das war auch mit die Initialzündung für diese Konferenzen, Cross Solidarity, letztes Jahr und dieses Jahr. Wir und viele andere waren beeindruckt von der Mobilisierungsfähigkeit und der Grundsatzkritik an den bestehenden Verhältnissen. Aber wir müssen auch feststellen, dass es keiner dieser Bewegungen gelungen ist bisher, Staat und Kapital Ressourcen zu entziehen und sie der Gesellschaft zuzuführen. Kurz gesagt, trotz der Krisenproteste setzen die herrschenden Eliten völlig ungerührt ihre Kürzungspolitik fort. Spätestens hier stellt sich die Frage, was es über die Bewegung hinaus noch geben kann und geben sollte. Das ist eine der Fragestellungen, die sich durch unsere Konferenz an diesem Wochenende ziehen wird. Und mit der Auftaktveranstaltung wollen wir uns gleich zwei der Zentren der Krisenproteste nähern, nämlich Griechenland und Ägypten. Beide Länder machen schon lange kaum noch Schlagzeilen in der breiten Öffentlichkeit. Das ist anders bei Teilen der Linken und das hat gute Gründe. Zum Beispiel in Griechenland mit der griechischen Partei Syriza ist erstmals eine Partei oder ist kurz davor, die Regierung zu übernehmen, die durch die Krisenproteste erst richtig erstarkt ist. In Ägypten hingegen gibt es bis heute keine einflussreiche parteipolitische Repräsentanz der Demokratiebewegung. Dennoch hat der arabische Frühling eine ganze Generation geprägt und
politische Prozesse oder Prozesse politischer Neuformierung sind im Gang unter Bedingungen, die für uns schwer vorstellbar sind und unter denen oppositionelle Organisationen mit massiver Repression rechnen müssen. Egal ob Griechenland oder Ägypten, die Aussichten allein auf nationaler Ebene langfristige Erfolge zu erzielen und widerstandsfähige Strukturen aufzubauen, sind begrenzt. Es gibt Projekte und Initiativen der transnationalen Solidarität, wie zum Beispiel die solidarischen Kliniken in Griechenland. Damit wird versucht, zumindest die Auswirkungen der Austeritätsprogramme zu lindern und auch noch einiges mehr, nämlich eine politische Aktivierung. Aber was kann es darüber hinaus geben? Welche Erwartungen an internationale Solidarität gab und gibt es diesbezüglich seitens der Bewegungen, der Gewerkschaften und Parteien in Griechenland und Ägypten? Damit will ich auch meine erste Frage an Elam einleiten. In den frühen Tagen des arabischen Frühlings gab es viel Aufmerksamkeit der europäischen Linken. Einige sind sogar dorthin gereist und haben versucht, Solidarität zu organisieren. Diese Welle ist, zumindest in Deutschland, verebbt. Wie hast du die Unterstützung aus dem europäischen Ausland erlebt? Was war gut daran und was war eher kontraproduktiv? Und vor allem, wie sehen deine Erwartungen aus für die Zukunft? Please take. Okay, it disappeared, this particular type of solidarity, it disappeared because the situation changed on the ground, not because that of any, not because of any fault on the part of the European or international comrades. It is the fact that during the very first days of the revolutionary process, in which millions and millions were in the street, what I would like to call the dreamy part or the dreamy phase of the revolution, when we thought that everything is possible and that when we thought that everything is near, maybe everything is possible, but maybe not that near. Having international supporters or comrades coming into solidarity, participating in protests or at least working as correspondents, trying to send a message or anything, that was important at that time. However, with the different waves that the revolution took part later and with many complications related to the rise of chauvinistic as well as Islamist discourse during different phases of the revolution, the existence of foreigners in the streets among protesters were problematic, because first it was dangerous for the people there because of, you know, chauvinistic or religious incitement against those people who are coming to incite our citizens, blah blah blah, and all this thing. That was a bit at certain times that was dangerous for the people coming, and we have foreign correspondents still in jail until now. And we have people hurt during different phases of rule, either under Muslim Brotherhood government or the current government. It's not a big difference. The fear or the antagonism towards international solidarity and dealing with it as if it's foreigners interfering in our affairs, not the fact of solidarity, is a problem. And I guess that the whole thing going around in the world right now with the whole jihadist movement and the fact that they make their own international solidarity in the form of they gather each other from different parts of the world and go to a place where their dreams are being realized, like in Syria and Iraq. This is kind of damaging the image of international solidarity in the eyes of many Egyptian men and women. I'm talking about ordinary citizens, not necessarily political cadre. So the situation is different. I think we will have time later to talk about the current situation and how solidarity needs to take different forms, not only on the grounds, industry, politics, demonstrations, and so, but also at the institutional level. A few days ago, we had the Egyptian record of human rights,
was being reviewed by the United Nations in what is called the UPR, and I guess there was international silence for gross human rights violations that is taking place in Egypt, and this has to be discussed. The role of progressive elements. I know that the left is not governing the countries, but at least we can influence this. Thank you, Eleni. Die Solidaritätsbewegung mit Griechenland hierzulande ist immer noch sehr aktiv. Es gibt soziale Initiativen, Gewerkschaften und Parteien, die Krisenproteste unterstützen und ganz konkret auch Selbsthilfeinitiativen auf sehr vielfältige Art. Wie bewertest du das Verhältnis zwischen symbolischer und konkreter Solidarität, zwischen politischer und ganz materieller Unterstützung, die ihr erfahrt in Griechenland? Materielle, praktische, materielle Unterstützung und Solidarität ist für uns sehr wichtig. Für alle Leute, wie ich auch früher gesagt habe, die keine Ernährung haben oder keine Medikamente oder keine Kinderimpfe haben oder die in Griechenland nicht kaufen können oder nicht finden können, ist sehr wichtig, wenn eine Unterstützung und Ausland nach Griechenland kommt durch diese solidarische Initiative. Aber wenn das nur auf dieser Ebene bleibt, ist das keine Solidarität, oder wir haben das auf jeden Fall nicht als Solidarität bestimmen, sondern es ist eine Philanthropie. Und was wir möchten eigentlich und was wir unterschiedlich machen als andere, im Vergleich mit anderen Organisationen oder Gruppen, ist das, wir wollen genau das, wir wollen Solidarität, das bedeutet, und eine internationale Solidarität, das bedeutet, dass wenn Leute von Ausland oder von Deutschland möchten wissen, warum keine Kinderimpfe in Griechenland gibt, die sollen sehen, welche sind die Gründe. Und was wir machen, ist, wir versuchen, über die wirkliche und aktuelle Situation in Griechenland zu informieren. Wir möchten, dass die Leute im Ausland lernen, welche sind eigentlich die Wirkungen all dieser Politik, dieser Austeritätspolitik und dieser Memorandumpolitik der letzten Regierungen. Und für uns ist wichtig, in dem Sinne eine politische Solidarität. Wir sind der Meinung, dass wenn jemand eine Kampagne gegenüber Griechenland anfangen muss, möchte, soll nicht nur Sammlungen von Produkten, von Materialien machen, sondern es muss eine Kampagne mit Veranstaltungen, mit Diskussionen, und in diese Diskussionen sollen genau alle diese, was ich früher gesagt habe, die Auswirkungen klar werden, die Leute in Griechenland oder irgendwo anders, die Auswirkungen, mit denen sich konfrontiert sind, wegen dieser Austeritätspolitik. Wie können Parteien, die Linke, angesichts der Krisenproteste in Ägypten und Griechenland solidarisch agieren? Und welche Möglichkeiten und Grenzen haben Sie dabei? Naja, ich glaube, vieles von dem, was jetzt gesagt worden ist, stimmt ja auch für die linke, also parteiförmige Form von Politik. Solidarität kann sozusagen ja nicht verstanden werden, nur als, oder nicht vorrangig als etwas, was von außen kommt, sozusagen, sondern muss irgendwie auf dem Stand der, soll ich sagen, transnationalen Verflechtung des Kapitalismus darauf abgestimmt sein. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht auch Hilfsprojekte und unterstützt und Sammlungen organisiert. Wir haben das auch gemacht, sozusagen Sammlungen für die selbstorganisierten Kliniken. Aber ich glaube, dass das eigentlich nicht, also sozusagen, dass eigentlich andere Aufgaben im Vordergrund stehen. Das betrifft einerseits sozusagen, dass die Aufgabe der Linken, von allen Linken, glaube ich, in Deutschland, ist, den Angriff auf diese Autoritäts
Politik zu organisieren und die Kritik sozusagen der Regierung in den Vordergrund zu stellen. Das betrifft Öffentlichkeitsarbeit und sozusagen Gegenaufklärung, dass sozusagen die Krisenursachen nicht die Krisenursachen sind, die behauptet werden. Das betrifft auch die zu versuchen, sozusagen in die Stimmung in der Bevölkerung Einfluss zu nehmen, also die sozusagen diese zum Teil ja bis zu rassistischen Übersetzungen sozusagen der Krisen, dass die Krisenursachen eben in den, an den Griechen oder an den mediterranen Völkern sozusagen gesucht werden würden, dem entgegenzutreten. Und dann braucht es, glaube ich, für, also da hat vielleicht eine Partei mehr Möglichkeiten, sozusagen Gegenentwürfe, wie eine alternative Politik in Europa aussehen könnte, wie ein sozialer und ökologischer Umbau der gesamten Wirtschaft in Europa aussehen könnte, die sozusagen eine Alternative zur Exportindustrie und zur Austerität da sein könnte. Wir haben das, sozusagen, da sind ja unsere Form ein bisschen, also wir haben das programmatisch gemacht, aber unsere Durchsetzungsformen sind da ja ein bisschen begrenzt. Wir haben auch unter den linken Parteien im Europaparlament eine Initiative gestartet, um eine einheitliche Vermögenssteuer oder als Millionärssteuer in Europa durchzusetzen, um sozusagen ein Gegenmodell zu finden. Dagegen, dass die Krise ja in allen Ländern, auch in den am stärksten von der Krise betroffenen Ländern, die Reichen reicher gemacht hat und mehr Reiche hervorgebracht hat und die Armen natürlich ärmer, und dass da sozusagen angegriffen werden muss. Und das Dritte ist, glaube ich, dass die europäischen, also dass wir europaweite Bewegungen brauchen, die einerseits die Proteste aufnehmen, wenn sie wo stattfinden. Ich meine, das war ja im arabischen Frühling oder in der ganzen Occupy-Phase sozusagen von 2012 so, dass die Protestformen sozusagen geradezu über den Globus gewandert sind, und Solidarität heißt dann auch, glaube ich, solche Proteste hier zu organisieren, aber auch sozusagen Formen zu entwickeln, wie man europaweit Politik machen kann. Also wie man sozusagen, keine Ahnung, jetzt ein sehr einfaches Beispiel oder ein oft zitiertes Beispiel ist die Initiative gegen die Privatisierung des Wassers in Europa. Es gibt jetzt die TTIP-Kampagnen, also solche Formen sozusagen auch, also nicht nur als Solidarität zu verstehen, sondern als Beginn einer gemeinsamen europäischen linken Praxis zu verstehen. Danke. Als nächstes, wir haben ja eben im Film, haben wir gesehen, große Bewegungen gegen Zwangsräumungen in Barcelona. Wir haben bei den Pechakuchas mitbekommen, zum Beispiel in Ägypten, die Stahlarbeiter, die sich der Protestbewegung angeschlossen haben. Wir haben mitbekommen die Projekte von Solidarity for All. Ich stelle mir im Moment ein bisschen auch die Frage der Repräsentanz. Deswegen habe ich auch eben bei der Vorstellung nochmal vorgestellt, was die Einzelnen auf dem Podium auch diskutiert haben. Hier auf dem Podium sitzen ausschließlich Akademiker. Und deswegen stellt sich die Frage, wer repräsentiert eigentlich diese Kämpfe und warum ist das so? Vielleicht eine ganz kurze Runde, jeder ungefähr eine Minute, bevor wir dann zur letzten Fragerunde von mir aus vorbereitet, die auf dem Podium kommen und dann öffnen. Wer möchte gerne anfangen? You mean, are we representing the working class, for example? Yeah, why is it academics who are representing the working class? I don't agree that we should claim that we represent the working class. Is that maybe we are biased to the working class? Maybe we say that, but if we claim that we represent them, I guess that would be a big mistake. It's not about even if my party has many seats in the parliament, or even if a party that is formed of people like ourselves and its program says about the workers of the world. I guess that socialists throughout history committed crimes against the working class because of that very idea of a presentation. So that's it. And so for myself, I was an academic, as you say, not only that university graduate. I was academic, that I was doing an MA and I was preparing for the PhD and started working in the university. But believe me, after the revolution broke out, I stopped. Not in order to be, of course, I will not be a worker. But in order to organize ourselves, because leftist or progressive thought and ideas
in Egypt at least are dispersed everywhere, dispersed in the cultural realm, dispersed in the intellectual realm, but not embodied in any form or even different forms of organization in a formation. And this is especially political. You may have different other, especially political, which is the left should is supposed to be a political project at the end. Eleni, would you agree? Ich glaube, dass das Wichtigste ist Folgendes, dass dass es soll anfangen und ich denke, es hat schon angefangen. Die Leute, die in Veranstaltungen teilnehmen, kein Akademiker mehr zu sein. Ich meine nicht damit, dass es ist falsch oder sowas. Ich meine, dass es soll anfangen, die Leute, die bis jetzt keine Stimme hatten, ihre Stimme bei öffentlichen Diskussionen zu finden. Und damit meine ich, dass innerhalb Griechenland in den letzten 2-3 Jahren haben wir gesehen, dass neue Akteure, neue Leute in diese soziale, solidarische Bewegung gekommen sind. Und diese Leute, die das Ganze organisiert haben und alle diese Strukturen, alle diese Arbeit weitergeführt haben, die waren kein Akademiker und die waren nicht unbedingt linke Leute oder Aktivisten. Die waren einfache Leute, die wollten gegenüber der Krise, gegenüber ihrem alltäglichen Leben gemeinsam mit anderen Leuten etwas machen. Und in dem Sinne, ich glaube, dass diese Leute sollen anfangen, bei öffentlichen Diskussionen zu erklären, warum sie das gemacht haben und wie sie selbst organisiert haben. Wenn wir jetzt Eleni folgen, es gibt eine Ermächtigung auch von Nicht-Akademikern in den Bewegungen auf jeden Fall. Wie sieht es in Parteien wie der Linken aus, Christine? Also sozusagen so ganz statistisch kann ich sagen, die Daten, die ich habe, sind leider ein bisschen alt, aber 2009 waren die Leute, die neu in die Linke eingetreten sind, nicht aus den Quellparteien kamen, sozusagen relativ gleich verteilt zwischen den Bildungsabschlüssen, also 24% Hauptschulabschluss, 27% Hochschulabschluss. Bei der PDS waren es so, dass 53% Hochschulabschluss hatten und bei der WSG war es ein bisschen niedriger. Aber also ich glaube, was man sehen kann, ist, dass zumindest der Neuanfang der Linken war sehr wohl ein Anfang, wo sehr viele Leute in das Projekt eingestiegen sind, an die, also die du, glaube ich, jetzt nicht gedacht hast, wenn du uns hier auf dem Podium ansprichst. Also sozusagen, dass sehr, sehr wohl sehr viele Prekäre und Betroffene da eingetreten sind. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert zu nachzuzeichnen, wie die Repräsentanz in den Gremien ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da in der Lage bin. Ich glaube, für die Repräsentanz ist wichtig, dass wir, also dass es zwei Linien darin gibt, sozusagen, dass man ein zurückhaltendes Verhältnis zur Repräsentanz hat im Sinne der Stellvertreterpolitik. Ich glaube, und auf der anderen Seite sie aber natürlich sich verantwortlich fühlt oder dazu verpflichtet fühlt, sozusagen Interessen zu vertreten von denen, die von der neoliberalen Politik am stärksten betroffen sind und die ansonsten auch am wenigsten repräsentiert sind. Also wenn man sich die Programmentwicklung der anderen Parteien anschaut, dann kann man sagen, die Leute, die sozusagen am unteren Rand sind, die auch zunehmend weniger zur Wahl gehen, werden von den anderen Parteien aufgegeben, weil sie sowieso nicht zählen. Also weil sie sowieso sozusagen, wenn je ärmer die Leute sind, desto stärker sinkt die Wahlbeteiligung Richtung 40%. Und das lohnt dann nicht, sozusagen, abgesehen von politischen, inhaltlichen Problemen, die anderen Parteien sich nicht machen wollen, damit sozusagen so. Und ich glaube, für uns geht es darum, dass wir ein gemeinsames Projekt entwickeln müssen von den Leuten, die sozusagen aus dem prekären und erwerbslosen Bereich sind und denen, die in der sozusagen bei den Beschäftigten oder in der Gesamtgesellschaft in der eher so mittleren Lage dennoch sehr stark betroffen sind von diesen neoliberalen Politiken durch
durch die Aushöhlung des Öffentlichen, durch Lohnsenkungen, die faktisch sozusagen ja vor allem im Bereich der Dienstleistungen, personennahen Dienstleistungen, Frauenberufen und so weiter aufgegriffen sind und die auch jetzt von der aktuellen Politik der Regierung nicht profitieren, anders als sozusagen jetzt so einige Kernsegmente der Exportindustrie Beschäftigten. Danke. Jetzt kommen wir zur letzten Runde hier auf dem Podium, die sich mit dem Thema der aktuellen Konferenz an diesem Wochenende beschäftigt, nämlich Cross-Left-Organisierung. Und meine erste Frage geht wieder an Elam. Anders als es in unseren Medien oft dargestellt worden ist, ist die Bewegung in Ägypten nicht aus dem Nichts entstanden, sondern es gab Strukturen vorher. Die politischen Entwicklungen haben diese Akteure aus Gewerkschaften, Bewegungen und Parteien auch verändert. Und du hast mal geschrieben in einem deiner Beiträge, ihr wolltet einen dritten Block aufbauen, neben den Islamisten und den Militärs, einen zivilrevolutionären Block. Und der Ansatz damals war die populäre sozialistische Volksallianz, die habt ihr im vergangenen Jahr verlassen, um eine neue linke Partei Brot und Freiheit zu gründen. Was hat euch dazu bewogen und hatte das auch etwas mit der Vorstellung von dem Verhältnis zwischen Partei und Bewegung zu tun? Okay, thank you for talking about the conception of the Arab Spring as if it was like falling from the sky or something, because yeah, that's really a problem. It had roots for really progressive struggle for the democratic movement during at least the last 10 years of Mubarak's rule, from 2000 till 2010 at least, and of course earlier roots as well. Why I am and others are focusing on left political organization right now, and we are having an experience and another one either in the form of the Socialist Alliance Party or the Britain Freedom Party, is that the progressive politics and or progressive struggle had different shapes before, during the phase of the pro-democracy or the change movement under Mubarak, and it had like four or five main shapes. The classic leftist organizations, either in the form of leftist parties or leftist secret organizations, and also the human rights movements, organizations, initiatives, and etc. The new trade union movement in the form of new unions and their supportive organizations, because there are like solidarity organizations for unions that are necessarily unions, not necessarily unions themselves. And also the feminist movements with the new institutions and groups and initiatives here and there, and that general democratic young political movement made mainly of young people with no particular or clear-cut ideological definition of themselves. In my opinion, all these elements form the democratic movement or the change movement that created the big protests that we call the 25th of January revolution. The fact that after the change of the face of power, Mubarak or Morsi or whoever in power, after the change of the person in charge, when you come to negotiating the new structure of power, which means that you are negotiating the terms of the new social arrangement in the society, social and political arrangement of society, you need to have more concrete institutional formations. Because when you come and sit on a negotiating table, this negotiating table may be a real negotiating table or a hypothetical negotiation between people protesting in the street and people in a presidential palace or something. I mean, this negotiating phase needed
more elaborate and formed organizations. And here, not only that leftist political organization in the form of political parties were to do this task was missing, but we also discovered that the bridge between the political realm and the social movement on the ground is also missing. And I guess if there is an important task for the left in Egypt or for and countries in a similar situation in the coming period, the main job of the left in the coming period I don't think it should be like for the unity of the left. I'm not convinced with the leftist obsession with the unity of the left. I was raised since I was young socialist girl that the left is weak because it is not united. No, this is not. I think that the left needs to establish its own project anew. It has to be re-established in the form of the revolution to specifically be the bridge between politics and the movement. Wir reißen hier auf dem Podium die Themen nur an, deswegen springe ich jetzt zu Eleni, zu einem anderen Aspekt, das ist das Verhältnis zum Staat, was ja auch viele linke Bewegungen, Gewerkschaften, Parteien beschäftigt, wie das definiert werden soll, also vor allem die Bewegungen. Und hier will ich nochmal anknüpfen, auch an den solidarischen Kliniken. Ihr habt ungeheuer vielen Leuten geholfen mit ehrenamtlicher Arbeit und du hast mir eben auch geschildert, dass viele Leute sich auch ungeheuer wohlfühlen, im Grunde genommen viel wohler als in den staatlichen Krankenhäusern, obwohl ihr nicht das Niveau an technischer Ausrüstung habt, medizinischer. Deswegen meine Frage, können solche Solidarstrukturen staatliche Einrichtungen ersetzen oder erübrigen selbstorganisierte Projekte die öffentliche Daseinsvorsorge? Die kurze Antwort ist nein. Die solidarische Kliniken und Apotheken können und wollen der Stadt nicht ersetzen. Und die wollen genau das Gegenteil. Die wollen den Staat erpressen, ihre Verpflichtungen nochmal zu geben, ihre Verpflichtungen gegenüber den Bürgern zu nehmen. Und eine der Arbeiten, die die solidarischen Kliniken machen, ist genau das. Sie versuchen, in der Öffentlichkeit zu bringen, verschiedene Fälle oder verschiedene Informationen oder verschiedene Sachen, die der Staat sollte machen, aber macht nichts, genau wegen dieser Politik. Was aber die Kliniken, bei der Kliniken in den letzten zwei Jahren geändert hat, ist Folgendes. Am Anfang haben die solidarischen Kliniken sich entschieden und auch unter ein Motto das geschildert haben. Die haben gesagt, wir wollen nicht hier sein, aber wir müssen hier sein, damit wir die Leute unterstützen und die Leute helfen, damit sie eine Versorgung, primäre Versorgung haben. Und wir werden das machen, bis irgendwann die Situation sich ändert, dann niemand braucht uns. Also das wird aufhören. Aber innerhalb dieser 3 Jahre und innerhalb unserer Erfahrung haben wir festgestellt, dass das war am Anfang an nicht richtig, was wir gesagt haben. Das bedeutet, dass die Erfahrung hat gezeigt, dass solche Initiativen außerhalb des Praktischen, die praktische Lösung, das Medikament oder die Untersuchung, hat auch andere Sachen, die sehr interessant sind, wie zum Beispiel, wie die Leute, Patienten und Ärzte gemeinsam sich treffen und diskutieren, wie sich diese kleine Gesundheit, Gemeinde, Gesundheit, Dienstleistung organisieren, ohne Mannanser, ohne Verwaltung. Diese Sachen haben gezeigt, dass es ist etwas Neues, etwas anderes, die wir vielleicht das weitermachen, mit dem weiterarbeiten möchten.
Das ist keine Lösung, wenn man ihn auf der großen Ebene sieht. Eine soziale Klinik ist kein Krankenhaus, aber eine soziale Klinik, der sich selbst verwaltet und selbst organisiert, was die Leute da machen, ist ein anderes Modell und hat dieses Modell genau mit den Bedarfen der Leute, die auf einer regionalen Ebene haben. Und dieses Modell lohnt sich, wenn die Linke das sieht und in ihrer Bearbeitung, in ihrer Bearbeitungen auch wenn die linke Bearbeitungen, meine ich, über die Gesundheit, über die Organisation manche Sachen, auch dieses Modell sieht. Und es ist auch wichtig für die Leute, die da sind, weil die werden immer eine Gemeinde haben, wo sie mit dem Arzt freier und bequemer sprechen können, als auch in eine andere staatliche Gesundheitsdienst. Gut, für die Linke jetzt kleingeschrieben, nicht die Partei, sind Parteien ohne Frage das ein wichtiges Mittel, um Zugriff zu bekommen auf die Ressourcen, auf staatliche, öffentliche Ressourcen. Und viele haben ja auch große oder setzen große Hoffnungen in die Partei Die Linke. Und wie wir eben gesehen haben in den Pecha Kuchas, werden auch viele Bewegungen finanziell, aber auch personell durch Mobilisierung unterstützt. Hartz IV, Stuttgart 21, jetzt die Kampagne gegen das Freihandelsabkommen. Aber manchmal spricht die Realität ja auch eine andere Sprache. Zum Beispiel in Brandenburg, wo die Interessen der Bewegung gegen den Braunkohletagebau, wo die Linke ja auch sehr involviert war, auf dem Altar praktisch der Koalitionsverhandlungen geopfert worden sind. Und ja, ist das nicht ein Beleg dafür, dass die Parteien im Grunde genommen nur ganz begrenzt in der Lage sind, die Interessen sozialer Bewegung umzusetzen oder gar reale Machtverhältnisse zu verschieben? Oder umgekehrt gefragt, was wären die Voraussetzungen, um genau das zu tun, dass nicht sowas passiert wie in Brandenburg? Also ich glaube, das ist für die Linke kleingeschrieben. Insgesamt gut wäre sozusagen diese Projekte in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Raum sozusagen nicht nur als äußerlich gegenübergestellt zu verstehen. Also die Partei, deshalb habe ich auch angefangen sozusagen mit der Hartz-IV-Bewegung, ist ja nicht nur der parlamentarische Arm und ist nicht nur eine Ressourcengenerierungs- und Verteilungsmaschine, obwohl das in vielen Bewegungszusammenhängen so diskutiert wird. Und ich habe da gar nichts moralisch dagegen. Ich glaube, dass es der Sache nicht dienlich ist. Also die Partei ist, oder Parteien insgesamt, sofern sie auch im Parlament vertreten sind, sind ja unterschiedliche Gebilde. Für uns ist das total wichtig, dass wir sozusagen die Partei selber als in gesellschaftlichen Kämpfen verankert sehen. Viele Bewegungen kämpfen ja so ein bisschen zum Teil damit, sich sozusagen vor Ort und in den alltäglichen Zusammenhängen der Leute zu verankern. Bei der Partei ist das jetzt auch sozusagen ein Ringen darum, aber die Grundstruktur ist so. Also wir sind sozusagen so, ich weiß nicht genau, 350 von den Kreisverbänden sind, glaube ich, nicht alle aktiv, aber es ist sozusagen eine Struktur von Gruppen und aktiven Leuten, die vor Ort oft ganz viel tun und zum Teil sogar, sich, wenn sie sich da in die Bewegung einbringen, eher verheimlichen, dass sie von der Partei kommen, weil sie Sorge haben, dass das irgendwie als Vereinnahmung wahrgenommen wird. Also das, glaube ich, ist sozusagen für die gesamte Diskussion, sagen die... Was? Okay. Also dass wir sozusagen von beiden Seiten verstehen müssen, dass wir gesellschaftliche Kräfteverhältnisse nicht im Parlament verändern können. Die können sich, wenn es gut läuft, da ausdrücken. Und nicht immer, wenn bestimmte Forderungen im Parlament nicht durchgesetzt worden sind, steht Verrat dahinter. Das bezieht sich jetzt gar nicht auf Brandenburg, aber wir haben das zum Beispiel bei den Hartz-IV-Protesten oder ins Hartz-IV-Spektrum hinein, sozusagen, das ja auch sehr
von der Selbstorganisierung eher schwächer geworden ist, gibt es ganz oft so einen Diskurs, sozusagen, der heißt, die Linke hat ja die Forderung zu Hartz IV aufgegeben. Oder ihr fordert ja keine Abschaffung der Sanktionen mehr, höre ich selbst in den innerparteilichen Organisierungen von Hartz-IV-Leuten ganz oft. Und das, darin drückt sich, glaube ich, Verschiedenes aus, aber auch die Enttäuschung darüber, dass man keinen Erfolg hat. Sozusagen, dass ich glaube, wir müssen einen Umgang damit finden, dass wir scheitern, selbst wenn wir es laut sagen. Dennoch, glaube ich, gibt es sozusagen jenseits dessen auch noch andere Probleme. Es gibt natürlich, wenn man auf den verschiedenen Ebenen Politik macht, unterschiedliche politische Logiken, sozusagen, in denen man, glaube ich, klüger als bisher fast alle linken Projekte, die ins Parlament gegangen sind, einen Umgang mitfinden muss. Weil wenn man sich jetzt anschaut, sozusagen, was in Europa die linke Regierungsbeteiligung, also von wirklich sozialistischen oder linksradikalen Parteien gebracht hat, dann war das immer so, dass sie schwächer aus der Regierung gekommen sind, als sie reingegangen sind, und die sozusagen Enttäuschungs- und der Verratsdiskurs sozusagen ganz stark gewesen ist. Ich will gar nicht sagen, dass er nicht manchmal auch berechtigt ist, aber es ist sozusagen ein Problem, glaube ich, dass man insgesamt wenig Strategien hat, wie man das Korrektiv der außerparlamentarischen Arbeit sozusagen so organisiert, dass man sich nicht andauernd selbst zerlegt, also dass auch die Kritik und der Druck, den man ausübt auf parlamentarische Politik, sozusagen nicht in der, also darin endet, dass man sich gegenseitig schwächer macht, sondern dass man sozusagen die Leute drückt, aber das als gemeinsames Projekt versteht. Und dann ist natürlich ein anderes Problem, das ist vielleicht in Brandenburg auch nicht ganz unwichtig bei dem Beispiel, dass natürlich auch Bewegungen unterschiedliche und zum Teil widersprechende Interessen haben. Also wir haben eine starke Forderung zur Konversion der Exportindustrie, der Waffenindustrie, und ich kann sagen, dass es in Teilen der Gewerkschaftsbewegung keine großen Freunde findet. Und so muss man natürlich zum Teil auch sich überlegen, wie findet man denn sozusagen Formen, damit umzugehen, weil diese Kritik, dass die Bewegungsforderungen nicht durchgesetzt worden sind, sozusagen dann natürlich von unterschiedlichen Seiten geäußert werden können. Bei Brandenburg war es ja noch dazu so, dass sozusagen die Linke Teil der Bürgerinitiative war, die sich gegen diesen Kohleabbau geäußert hat, aber insgesamt sozusagen so wie Brandenburg auch die Linke und die Basisorganisation der Linken auf beiden Seiten der Bürgerinitiativen pro und contra aktiv waren. Und ich glaube, das sind Widersprüche, aus denen man zum Teil nicht rauskommt. Ich will nicht sagen, dass es nicht ein Problem ist, aber man muss auch aufpassen, dass man nicht sich plötzlich ein Politikmodell wünscht, wo die Parteiführung reinregiert und sagt, naja, aber das wird jetzt mal nicht gemacht, weil ja dann die Landespartei doch auch ein in sich demokratisch organisierter Verein ist. Also so, ich wollte nur ein paar Widersprüche aufzeigen, die sich sozusagen darin dann zum Teil auftun. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit bis zum Abendessen und in diesem Sinne nochmal ein Schlusswort im Namen auch der Organisatoren. Also wir freuen uns auf die Diskussion und Debatten in den kommenden Tagen an diesem Wochenende und wünschen uns, dass sie in einer solidarischen Atmosphäre stattfinden, die unterschiedliche politische Kulturen und Organisationsformen anerkennt und respektiert. Ganz im Sinne des Konferenzmottos der Cross-Left-Solidarität der Mosaik-Linken. Vielen Dank nochmal an alle hier oben auf dem Podium für eure rege Teilnahme und die kontroverse Diskussion und guten Appetit.